Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns in der wunderschönen Goldküste. Und zwar befinden wir uns gerade hier oben am Wegschrein der Goldküste. Und ihr seht schon diese schwarze Hand da oben. Das ist unser Ziel. Ein kleiner Tipp von mir noch. Es gibt hier noch ein Buch, Goldküsten-Almanach Teil 2. Könnt ihr euch wie immer gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Müsst ihr nur einfach kurz auf Pause drücken. Wenn ihr hier entlang reitet, immer ein bisschen aufpassen. Unten links ist ein Minotaur. Das heißt, ziemlich weit rechts hier diesen Hügel entlang reiten. Dann immer nur dieses, ich sag mal, Tal entlang reiten. Und dann hier ein bisschen einen Rechtsklink machen. Und dann seid ihr schon da. Ausgezeichnet, mein Bruder. Sollte wohl zu Hause heißen. Aber das bricht irgendwie jedes Mal ab. Ich glaube nicht, dass es damit zusammenhing, dass einer rein oder rausgekommen ist. Hier links, da könnt ihr die täglichen Kontrakte später machen. Das ist aber noch nicht freigeschaltet. Hier ist noch ein Buch, das Schimmern der Nacht. Könnt ihr euch wieder gerne durchlesen. So, leider habe ich ja nur Basti momentan als Begleiter. Deswegen habe ich den immer noch aus. Den kann ich erst wieder nach dieser Questreihe holen. Wobei, naja, gut, hin und wieder könnte man ihn holen, wenn man in so ein Verlies geht zum Beispiel. Ihr müsst die neue Initiantin sein. Der Sprecher ließ uns wissen, dass ihr unterwegs seid. Ich bin die Matrone dieser Freistadt. Gehorcht mir bedingungslos und ich bin sicher, dass wir uns gut verstehen werden. Natürlich, Matrone. Und das ist für euch die verhüllte Rüstung, die Uniform der dunklen Bruderschaft. Ihr seid jetzt Teil der Familie, also dürft ihr auch ruhig so aussehen. Und da ihr solches Geschick mit der Leidensklinge bewiesen habt, solltet ihr auch dies hier nehmen. Ich erwarte Großes von euch, Initiandin. Ja, und wir haben Waffen, beziehungsweise eine Waffe von Sitis Berührung erhalten und einen Fertigkeitspunkt. Wir sind alle Brüder und Schwestern, Kinder der Mutter der Nacht und unseres Schreckensvaters. Sogar einsame Assassinen brauchen eine Familie. Stellt euch den anderen vor, sie können euch Rat und Informationen geben und euch bei schwereren Kontrakten sogar unterstützen. Bekomme ich bald wieder einen Kontrakt? Ihr seid eifrig, was? Das ist gut. Dann geht und sprecht mit Elam Drahls. Er kümmert sich um die kleineren Kontrakte für neue Initianten. Beweist euch ihm und interessantere Aufträge werden folgen. Willkommen in der Familie. Ich werde mit Elam Drahls sprechen. Seht euch in der Freistadt um. Trefft die anderen. Zumindest die, die gerade daheim sind. Ich glaube, Grüne Giftzunge, Kor, Hildegard, Mirabelle, Simba und Tanek sind verfügbar. Sobald ihr fertig seid, sollte Elam eine neue Aufgabe für euch haben, die ihr abschließen könnt. Erzählt mir mehr über euch, Matrone. Die Vergangenheit ist nichts, worüber wir hier reden. Für die meisten von uns fing das Leben erst dann richtig an, als uns der Ruf ereilte, der Mutter der Nacht zu dienen. Und mich ereilte er schon in sehr jungen Jahren. Wart ihr in dieser Freistadt schon immer die Matrone? Niemand tritt der Bruderschaft bei und hat sofort eine mächtige Stellung inne. So laufen die Dinge bei uns nicht. Ich musste mich beweisen und zeigen, dass meine Hingabe der Mutter der Nacht und ihren Lehren gilt. Ich diente viele Jahre, ehe ich mir meinen Titel verdiente. Seid ihr in dieser Freistadt durch die Ränge aufgestiegen? Diese Freistadt war schon immer mein Zuhause in der Bruderschaft, wenn es das ist, wonach ihr fragt. Ich habe mit angesehen, wie sich die Goldküste im Lauf der Jahre veränderte. Doch das sind genug Fragen zu meiner Person. Mir würde der Gedanke nicht gefallen, dass ihr aus irgendeinem Grund versucht, mich einschätzen zu wollen. Ich habe etwas von einem Mord an einem Mitglied der dunklen Bruderschaft gehört. Wo habt ihr das? Ach, darüber haben sie auf dem Anwesen der Adligen gesprochen, nicht wahr? Diese Bastarde. Es ist wahr. Jemand tötet unsere Brüder und Schwestern. Wenn die Jäger zu Gejagten werden, ist es, als wäre die gesamte Welt aus dem Gleichgewicht geraten. Habt ihr irgendeine Ahnung, wer der Mörder ist? Wir gehen der Sache nach. Es ist für uns nichts Ungewöhnliches, das uns unsere Vergangenheit einholt. Und wir können auch nicht über einen Mangel an Feinden klagen. Wir werden erfahren, wer dieser Mörder ist. Und dann wird Vergeltung geübt. Wer würde es wagen, die dunkle Bruderschaft herauszufordern? Es mag sein, dass nur wenige die Dreistigkeit besitzen, sich uns offen entgegenzustellen. Doch es gibt viele, die die Bruderschaft zerschlagen sehen wollen. Das hier fühlt sich anders an.
Bleibt wachsam, haltet die Augen offen und berichtet uns von allem, was euch bei der Ausübung eurer Pflichten sonst noch auffällt. Wie komme ich in der Bruderschaft voran? Ein wenig Strebsamkeit ist gut für die Seele, aber es darf nicht zu viel werden. Erfüllt die Kontrakte, die euch zugeteilt werden. So einfach ist das. Jedes Leben, das ihr zu Sitis schickt, erfreut die Mutter der Nacht und mehrt euer Ansehen. Erfüllt genügend Aufträge und ihr werdet belohnt. Was geschieht, wenn ich gut vorankomme? Wir betrauen euch mit schwierigeren Kontrakten und weisen euch auffälligere Ziele zu. Der Lohn ist größer und wir werden euch bitten, der Bruderschaft in wichtigen Angelegenheiten auszuhelfen. Aber ihr solltet nichts überstürzen. Beginnt erst einmal mit Elams Kontrakten. Nein, will ich aber nicht. Ich will direkt die Quests machen. Na gut, wir stellen uns erstmal vor. Übrigens, kleiner Funfact am Rande. Diese komischen Viecher, die da unten rumgelaufen sind. Ich habe mich beim ersten Mal so erschrocken. Ich wollte die direkt angreifen, bis ich dann gemerkt habe, dass die freundlich mir gegenüber sind. Ja, hier gibt es nochmal eine Lobeshymne oder so über die Leidensklinge von Grüne Giftzunge. Und das ist der nette Kerl hier neben mir. Ah, ich hörte schon, dass es eine neue Initiantin auf dem Gelände gibt. Ich schaute gerade in meine Notizen und musste feststellen, dass es bedauerlicherweise nur wenige Einzelheiten über euch gibt. Ein misslicher Umstand, den wir bald beheben müssen. Die Matrone hat vorgeschlagen, dass ich mich vorstelle. Hat sie das? Interessant. Ich frage mich, was sie diesmal vorhat. Nun, ich bin mir sicher, am Ende wird sich das alles klären. Sogar was euch anbelangt, schätze ich. Warum nennt man euch Grüne Giftzunge? Kennt ihr denn diese beliebte Gepflogenheit aus Schwarzmarsch nicht? Dass wir verschiedene giftige Gebräue zu uns nehmen, um unsere natürliche Immunität zu stärken. Ich habe so viel getrunken, dass meine Zunge grün wurde. Darauf fallen die neuen Initianten jedes Mal herein. So oder so. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Die Freude ist ganz meinerseits, Initiantin. Ich freue mich schon, euch ausgiebig zu befragen, sobald ihr die Zeit dafür findet. Natürlich nur für meine Tagebücher. Ich führe penibelste Aufzeichnungen. Ich helfe euch, ihr helft mir. Sprechen die Bretonen in einem solchen Fall nicht von wechselseitigen Gewinnen? Oho, er spricht mich als Bretonin an? Das ist ja cool. Ich würde gerne etwas mehr über euch erfahren. Was könntet ihr denn sonst noch wissen wollen? Ich bin eine Schattenschuppe. Mein Leben beginnt und endet mit der dunklen Bruderschaft. Was ist eine Schattenschuppe? Ich könnte schwören, dass ich das schon einmal erklärt habe. Lasst mich in meinen Notizen nachsehen. Nun, wie andere Argonia, die unter dem Zeichen des Schattens geboren wurden, holte man mich gleich nach dem Schlüpfen, um mich als Assassinen auszubilden. Das macht mich zu einem guten Mörder. Einem sehr guten Mörder. Lebt ihr gerne hier? Was für eine spannende Frage. Versucht ihr euch wirklich zu versichern, dass ich gerne hier lebe, oder steckt da etwas anderes dahinter? Nun, es spielt keine Rolle, ob ich es gerne tue oder nicht. Ich diene der Matrone, wie ich meiner früheren Freistadt diente. Und wie ich Schwarzmarsch diene, wenn man mich ruft. Frühere Freistadt? Der Fluss trägt uns, wohin er will. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich war dort und nun bin ich hier. Wie ihr, Initiantin. Steht überhaupt irgendetwas über mich in diesem Buch? Vielleicht. Je nachdem, was ihr genau meint. Seid versichert, dass sämtliche Gedanken und Beobachtungen, die ich hierin festhalte, streng vertraulich sind. Deswegen konnte ich sie auch gerade lesen. Könnt ihr einer neuen Rekrutin irgendeinen Ratschlag geben? Von der Antwort bin ich mir aber sicher, dass ich sie aufgeschrieben habe. Studiert die 5 Gebote, lernt sie, prägt sie euch ein, lebt sie.
Es gibt ein Exemplar in der Freistadt. Irgendwo. Ich würde euch ja die hier anschauen lassen. Aber ich lasse niemanden meine Tagebücher lesen. Das wäre nicht ratsam. Noch etwas? Was für ein wissbegieriger Geist. So lausche denn gut, Initiandin. Kontrakte müssen ernst genommen werden. Befolgt die Anordnungen der Matrone stets bis ins Kleinste. Und lasst euch nicht umbringen, obwohl sich das wahrscheinlich von selbst versteht. Es sollte sich von selbst verstehen. Das ist richtig. Dann kommen wir jetzt mal zu einem meiner Lieblinge. Die Lüge, das könnt ihr euch auch gerne durchlesen. Also die Lüge ist nicht einer meiner Lieblinge, sondern die Dame, die hier auf dem Bett sitzt und mit ihrem Fächer rumwedelt. Ihr seid also die neue Initiandin. Ihr seid jedenfalls niedlicher als der Letzte. Die Matrone hat vorgeschlagen, dass ich mich vorstelle. Und warum sollte es auch anders sein, Schätzchen? Ich bin schließlich ihr Liebling. Genauer gesagt bin ich der Liebling von allen. Ich bin sicher, ihr werdet mir dabei zustimmen. Jedenfalls ist es mir eine Freude, euch kennenzulernen. Möge die Mutter der Nacht euch auf ewig in ihrer kalten, liebenden Umarmung halten. Seid ihr immer so forsch? Forsch? Glaubt mir, das ist meine schüchterne und unaufdringliche Seite. Schließlich wollen wir ja nicht, dass mein geliebter Simba den falschen Eindruck bekommt, nicht wahr? Sucht mich später auf. Dann zeige ich euch, wie forsch ich wirklich sein kann. Später? Wo soll ich euch treffen? Oh, ihr seid wirklich zu leicht zu haben, Schätzchen. Ich treibe doch nur Späße mit euch. Ich schätze, das hat mit meiner familiären Herkunft zu tun. Die Moutiers sind reich, mächtig und sowohl mit einem guten Aussehen als auch einem fiesen Sinn für Humor gesegnet. Spielt einfach mit und genießt es. Ihr stammt aus einer Familie von Edelleuten? Ach, an meiner Familie ist nichts Edles. Doch das habe ich alles hinter mir gelassen. Den Reichtum, die Langeweile, die Dienerschaft, die mir jeden Wunsch von den Augen abliest. Eines Tages erdrosselte ich meine Kammerzofe mit einer Goldkette. Und jetzt bin ich hier. Das Leben in der Bruderschaft passt zu mir. Was sollte ich über die dunkle Bruderschaft wissen? Ihr solltet darüber gar nichts wissen, Schätzchen. Immerhin sind wir eine Geheimgesellschaft. Ich schätze, ich darf euch allerdings verraten, dass wir der Mutter der Nacht dienen. Ihre kalte Umarmung hält uns zusammen. Schmäht sie niemals. Unsere Kontrakte sind nicht nur schnöde Aufgaben. Wir führen ihren Willen aus. Ich bin immer noch unschlüssig, wie das alles läuft. Liebste Mutter, schickt mir euer Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Diese Worte ergeben als Teil eines komplexen Rituals das schwarze Sakrament. Der Weg, auf dem die Bedürftigen zur Mutter der Nacht beten. Und wir sehen das als einen Kontrakt an? Unsere Mutter erhört das Gebet und flüstert ihre Antwort der Zuhörerin zu. Die Zuhörerin entsendet einen Sprecher, um die Einzelheiten zu regeln und den Kontrakt aufzusetzen. Anschließend wählt der Sprecher einen Assassinen aus, um den Willen unserer Mutter auszuführen. Es ist mehr als nur ein Beruf. Es ist eine Berufung. Das klingt, als würde die Bruderschaft die Mutter der Nacht anbeten. Ach, das wird mir jetzt für meinen Geschmack alles ein bisschen zu ernst, Schätzchen. Reden wir doch über etwas, ach, ich weiß nicht, Dekadenteres, ja? Zum Beispiel darüber, wie ich euch am Ohr knabbern würde, wenn Simba nicht hier wäre. Er sieht uns doch, oder? Vielleicht, wenn ich nur ganz kurz knabbere, Dann gab es unlängst also noch andere Rekruten? Einige wenige. Ab und an schickt der Sprecher neue Initianten in die Freistadt. Frisches Blut, wenn ihr versteht. Vor euch gab es da einen bezaubernden jungen Burschen aus Glen Umbra. Van so und so, glaube ich. Wirklich eine Schande. Er war doch viel zu lecker, um so jung zu sterben. Ich habe gehört, dass einige Mitglieder ermordet wurden. Hütet eure Zunge, Initiandin. Wir sind hier die Mörder und nicht die Opfer.
Doch ich nehme an, die Umstände waren schon etwas ungewöhnlich. Jemand hat Van mit mehreren Dolchen an der Wand im Gasthaus in Quatsch festgenagelt. Wenn ich diesen Schurken finde. Klingt, als mache jemand Jagd auf die Bruderschaft. Man jagt doch keine Jäger. Man wird von der Bruderschaft gejagt. Alles andere ist doch ein Verstoß wider die natürliche Ordnung. Doch genug von diesem düsteren Gerede. Das macht uns doch nur ganz durcheinander. Da fände ich es verlockender, über etwas anderes in helle Aufregung zu geraten. Also man jagt doch keinen Jäger, hat mich jetzt gerade irgendwie an Alien gegen Predator erinnert. Da wurden ja auch die Jäger gejagt. Also sprich, die Aliens waren ja eigentlich immer die Jäger. So, dann einmal zum nächsten. Hallöchen. Ihr seid also die neue Rekrutin, was? Sagt mir nicht euren Namen. Ich werde euch einfach Neuklinge nennen. Das kann man sich leichter merken. Und ich werde euch wohl ohnehin nicht allzu lange kennen. Ja, Neuklinge. Das ist viel besser. Warum glaubt ihr, dass ich nicht lange hier sein werde? Oh, ich wollte euch nicht zu nahe treten. Ich glaube nur an völlige Aufrichtigkeit. Wir haben unlängst einen Initianten und eine voll ausgebildete Assassine verloren. Mirabelle verleugnet es. Aber ich weiß, was da vor sich geht. Jemand macht Jagd auf die Bruderschaft. Und ihr gebt ein verlockendes Ziel ab. Ich kann auf mich aufpassen. Sicher könnt ihr das. Das konnte Dorisa auch. Trotzdem endete sie mit dem Gesicht nach unten in einer Gasse in Anvil, die Kehle von einem Ohr zum anderen aufgeschlitzt. Wer immer sie umgebracht hat, verfügt über beeindruckende Fähigkeiten. Das muss man ihm lassen. Bleibt wachsam, Neuklinge. Wir sind in den Schatten nicht mehr allein. Was ist eure Geschichte, Tanik? Oh, das ist eine lange und schmutzige Geschichte, voller Romantik und Wagemut. Oder, wenn ihr die Kurzfassung vorzieht, ich war bei einem Schmied in Schildwacht in der Lehre. Ich liebte das Handwerk und hasste meinen Meister. Er hämmerte nicht nur gern auf Metall ein. Als ich davon genug hatte, brachte ich ihn um. Und so kamt ihr zur Bruderschaft? Oh nein, das war bloß der Anfang meiner Geschichte. Damals war ich jung und dumm. Ich lief davon, aber anscheinend weder weit noch schnell genug. Ich durfte für meine Taten eine herrliche Zeit in einem Kerker in Hammerfall verbringen. 8 Jahre, wenn ich mich recht entsinne. Das klingt ja schrecklich. Nun, das war nicht nur Sonnenschein und Kamelmilch, aber ich habe es überlebt. Dann bin ich ein paar Leuten begegnet, habe ein paar Lektionen gelernt. Als einer der Wärter schlampig wurde, war ich zum Handeln bereit. So einfach ist das. Natürlich war mein altes Leben vorbei, aber immerhin war ich frei. Wie seid ihr denn nun bei der Bruderschaft gelandet? Ha, ich musste doch ein Auskommen finden. Ich war als Mörder gebrandmarkt und so verlegte ich mich aufs Morden. Eine Weile arbeitete ich für den Verbrecherkönig Bashira. Dann hatte ich eines Nachts Besuch. Ich habe mich vor dem Sprecher schier eingenässt, aber ich konnte sein großzügiges Angebot nicht ablehnen. Sollte ich noch etwas über die Bruderschaft wissen? Die dunkle Bruderschaft ist gut zu mir gewesen. Sie brachte mir bei, meinen Zorn zu bündeln und den Schreckensvater durch mich wirken zu lassen. Ich habe ein Zuhause, ein Einkommen und Regeln, nach denen ich leben kann. Hier in der Freistadt hat das Leben für mich einen Sinn. Es gibt Regeln? Oh, Neuklinge, es gibt immer Regeln. Der Trick ist, dass man lernen muss, wie sie aussehen, bevor man mit der Hand in der Keksdose erwischt wird. Für uns dreht sich alles um die 5 Gebote. Ich bin sicher, es gibt irgendwo in der Freistadt ein Buch über sie. Erzählt mir mehr von den Morden an unseren Brüdern und Schwestern. An Dorisa und Van? Die eine war eine erfahrene Assassine, die ihr Handwerk beherrschte. Der andere war ein frischer Rekrut, der noch kaum Blut auf seiner Klinge hatte. Ein wenig wie ihr, Neuklinge. Es könnte nur ein Zufall gewesen sein, aber ich glaube, sie fielen demselben Mörder zum Opfer. Was lässt euch glauben, dass eine Verbindung zwischen den Morden besteht? Nur so ein Gefühl, schätze ich. Und die Art, wie man sie dort hat liegen lassen, wo jeder sie sehen konnte. Jemand war stolz auf sein Werk und wollte, dass jeder davon erfährt. Und es muss jemand vom Fach gewesen sein. Dorisa war zu gut, als dass ein Laie sie hätte ausschalten können. Habt ihr euren Verdacht der Matrone mitgeteilt? Matrone Astara erzählt uns, was wir zu denken haben und nicht umgekehrt. Aber ja, wir haben darüber geredet. Wir können nur wachsam bleiben und versuchen herauszufinden, wer hinter den Morden steckt.
Bis dahin jagen wir nur Schatten nach. Sehr gefährlichen Schatten. Ja. Ich schau mal eben, vielleicht ist das das Buch, was er erwähnt Ordnung, hatte. Kleine, nee, das ist Sietes. Unsere neue Schwester ist wohl hier. Wollt ihr sie denn nicht treffen? Doch, sie will mich bestimmt treffen. Der silberne Werwolf. Eine kleine Anspielung, aber das erfahrt ihr jetzt direkt. Juhu, Knorr. Kommt schon, Hilde. Seid nicht scheu. Tut mir leid. Bei Fremden kann sie ängstlich sein. Macht nix. Ich kenn's sicher schon. Neuschwester, willkommen, willkommen. Wenn ihr etwas braucht, was es auch sein mag, dann kommt zu mir, ja? Die Matrone meinte, ich sollte den Rest der Familie kennenlernen. Natürlich! Es ist wichtig, alle kennenzulernen. Ihr seid jetzt Teil der Familie und Familienmitglieder helfen einander, so wie wir es immer tun. Warum habt ihr einen Werwolf in diesem Käfig? Oh, das ist kein Werwolf. Nun, ich schätze mal, das ist schon einer. Aber das ist auch die kleine Hildegard. Sie ist wirklich lieb, aber ihr müsst ihr später Hallo sagen. Sie hat immer noch nicht den Dreh raus, wie sie ihre Verwandlung kontrollieren kann. Das hört sich an, als hätte Hildegard eine interessante Geschichte. Hildegard ist wie die kleine Schwester, die ich nie hatte. Aber ihre echte Familie war furchtbar. Sie tranken das Blut von Wehrbestien. Das ist ein gefährlicher Brauch, wenn auch kein ganz Unbekannter in den Landen der Nord. Sie zwangen sogar ihre Kinder, ihn zu pflegen. Wurde Hildegard so zu einem Werwolf? Wir nehmen es an. Doch warum sie ihre Verwandlung nicht kontrollieren kann, das bleibt ein Rätsel. Sie hat eines Tages die Beherrschung verloren und ein anderes Mitglied des Clans verletzt. Sie verfluchten sie, woraufhin sie flüchtete. Später habe ich sie dann gefunden. Sie war verwirrt, allein und so gut wie wahnsinnig. Ihr könnt von Glück reden, dass sie euch nicht angegriffen hat. Ich bin ein geübter Jäger. Das Zähmen von Tieren ist so etwas wie meine zweite Natur. Es dauerte eine Weile, aber sie fasste Vertrauen zu mir. Sie nahm mich als ihren großen Bruder an. Doch bevor es soweit war, hätte sie mir fast die Haut vom Gesicht abgezogen. Seht ihr? Die Narbe habe ich immer noch. Erzählt mir mehr über euch selbst, Chor. Ich hatte schon immer Spaß an der Jagd und am Kampf. Ich wurde Soldat, doch es stellte sich heraus, dass man da mehr Zeit mit Warten als in der Schlacht verbringt. Also bot ich mein Schwert als Söldnerpfeil, machte mir ein paar Feinde und fand bald heraus, dass die anderen Soldklingen dafür bezahlt wurden, mich umzubringen. Sieht aus, als wärt ihr mit dem Leben davongekommen. Das bin ich wohl. Ich hielt mich in der Stadt bedeckt und verbrachte die meiste Zeit in der Wildnis. Ich war kurz davor, meiner Flucht ein Ende zu setzen, als ich die kleine Hilde fand. Sie wurde für mich der Grund zum Weiterleben. Wie landen zwei Nord in einer Freistadt der Bruderschaft an der Goldküste? Nun, wisst ihr, es gibt da einige Dinge, über die wir in der Öffentlichkeit nicht reden. Hoffentlich versteht ihr das. Ich sage euch aber gern, dass es uns hier sehr gefällt. Wir gehören der besten Familie der ganzen Welt an. Und wir sind froh, dass ihr bei uns seid. Hilde sieht das sicher genauso. Ganz sicher. Und ich muss sagen, mein zweiter Lieblingscharakter ist eigentlich Hildegard. Aber Hildegard ist gerade nicht in bester Verfassung. Das haben wir ja gerade schon mal gehört. Um sich mit uns zu unterhalten. Deswegen müssen wir das dann später mal nachholen. Jetzt bin ich gerade am Gucken. Wir müssen noch wegen dem Kontrakt noch mal schnell rüber. Das werden wir nämlich heute auch kurz machen. Oh, hier ist noch ein Buch, was nicht angezeigt wird. Da sind sie doch, die fünf Gebote. Mit Anmerkungen vom Sprecher Terenos. So, das könnt ihr euch gerne durchlesen. Da hat Tarek ja eben schon von gesprochen. Hier ist auch nochmal ein Buch, was nicht angezeigt wird in der Übersicht. Notabeln oder Notabeln, keine Ahnung, der Goldküste. Beides ist kein Wort für mich, aber egal. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch gerne durchlesen, wie immer. Wir gehen allerdings noch mal etwas weiter. Und zwar wieder zum Anfang. So schöne Stellen hier. Hier rechts rum. Nachdem wir ja mit ihr gesprochen hatten, ist der quasi freigeschaltet gewesen. Ihr müsst die neue Initiantin sein. Ich habe Unglaubliches über euch gehört. Doch so gut könnt ihr gar nicht sein. Euer Name ist noch in keinem meiner Kontrakte aufgetaucht. Was? Oh, das ist ein Witz unter Mitgliedern der Dunklen Bruderschaft.
Habt ihr denn keinen Sinn für Humor? Astara meinte, ich soll mit euch sprechen. Ist das so? Seid ihr sicher, dass sie euch das aufgetragen hat? Ihr wollt ja nicht gleich an eurem ersten Tag in der Freistadt in Schwierigkeiten geraten. Wo ihr schon mal hier seid, können wir auch gleich eure weitere Ausbildung besprechen. Meine Ausbildung? Plappert mir nicht alles nach. Das geht mir auf den Geist. Wo war ich stehen geblieben? Oh ja, eure Ausbildung. Schließt einen Kontrakt ab und ihr erhaltet eine Belohnung. Beweist euch und euch werden wichtigere Kontrakte zugänglich gemacht. Es ist wirklich simpel. Ich verstehe. Ich denke zwar nicht, dass ihr mehr als eine Woche übersteht, aber wenn ihr schon mal hier seid, bereit für euren ersten Kontrakt, Initiantin? Nicht jeder wendet sich durch das schwarze Sakrament an die dunkle Bruderschaft. Jene, die gewaltige Mengen an Gold übrig haben, unterstützen wir in der Regel auch bei sehr viel gewöhnlicheren Anfragen. Seid ihr bereit, euren ersten Kontrakt zu übernehmen? Ich bin bereit. Üblicherweise schaut ihr in das Kontrakthauptbuch zum Tode auserkoren. Aber ich habe persönlich etwas Besonderes für euren ersten Auftrag ausgewählt. Wen muss ich töten? Reist in die Stadt Quatsch. Spürt das im Kontrakt genannte Ziel auf und schaltet es dann aus. Ich rate euch zwar an, mit der Leidensklinge zu üben, aber solange das Ziel stirbt, spielt das Mittel keine Rolle. Bekommt ihr das hin? Ich kehre zurück, sobald mein Ziel tot ist. Auf was wartet ihr noch? Bei mir gibt's nicht viel zu sehen und in dem Raum hier auch nicht. Wer gibt diese Kontrakte in Auftrag? Jeder kann einen Grund finden, wen anders umzubringen. Ehrgeiz, Neid, Erniedrigung. Ich habe mal für einen Hofnarren getötet, der einen Witz über sich nicht vertrug. Passt auf, wen ihr in Sturmhafen öffentlich ärgert. Oh, da sind schon so viele Leute gewesen. Ich würde gerne mehr über euch erfahren. Über mich? Ich fühle mich geehrt. Nein, das ist nicht das richtige Wort. Unwohl? Ja, das ist es. Nun, warum genau wollt ihr denn etwas über mich wissen? Ich will einfach nur wissen, mit wem ich zusammenarbeite. Ihr gehört wohl nicht zur grüblerischen Sorte, was? Gut, das sind Langweiler. Ich bin schon seit der Gründung der Freistadt mit Astara hier. Das ist mehr Jahre her, als ich mir ins Gedächtnis rufen möchte. In dieser Zeit habe ich genug Kontraktmorde verübt, um zu wissen, wie man die Werbetrommel rührt. Das macht meinen Charme aus. So, dann hier rechts von uns zum Tode auserkoren. Da kann man normalerweise die neuen Kontrakte holen, aber wir haben ja jetzt schon einen Kontrakt in Quatsch. Dementsprechend müssen wir jetzt erstmal dahin reisen. So, und damit sind wir angekommen. Erstmal den Wegschrein freilegen. Hier oben ist unser Ziel und Quatsch befindet sich hier rechts auf der Karte. Und da müssen wir jetzt Eletier finden. Der hat dann so eine schwarze Hand über sich und wird auch angezeigt. Hier unten ist er. Das ist die Frage, kann ich durch das Ding? Kann ich durch, okay. Ja, das war jetzt erstmal ein einfacher Kontrakt, nur um mal herauszufinden, was man machen muss. Also tatsächlich immer nur hinreisen zu den Leuten. Dann normalerweise haben die dann auch Markierungen oben in dieser Navigation drin. Und man kann die dann auch nochmal daran erkennen, dass sie halt diese Hand oben auf dem Kopf drauf haben. So, wir sind wieder in der Bruderschaft. Ich habe das Ganze mal ein bisschen zusammengeschnitten, damit die Folge nicht so lange wird. Wie ich sehe, seid ihr zurück. Wie könnte ich das auch nicht? Ihr steht mir im Licht. Dann erzählt mir mal, wie erging es euch? Ich habe meinen ersten Kontrakt erfüllt. Alle Achtung. Aber lasst euch euren Erfolg nicht zu schnell zu Kopf steigen. Das war ein ziemlich einfacher Kontrakt, mit dem ihr da angefangen habt. Kommt zurück, wenn ihr bereit für mehr seid. Aber denkt daran, wenn der Sprecher oder die Matrone euch einen Auftrag geben, hat das stets Vorrang. Und wir haben einen Lohnbeutel der dunklen Bruderschaft erhalten. Und unten rechts sieht man auch schön, wir haben noch 10 Punkte bei der dunklen Bruderschaft bekommen. Ich werde euch das jetzt
stehe noch auf den Questsachen, mal eben zeigen, was so in den Lohnbeuteln drin ist. Also hier unten seht ihr jetzt schwarzes Bienenwachs. Das ist, glaube ich, für die Rüstung der dunklen Bruderschaft, um die erstellen zu können selber. Dann haben wir jetzt noch einen Ahnseidenhut der Magiker hier drin gehabt. Es gibt aber auch noch viele andere Dinge, die man halt bekommen kann. Hier ist dann zum Tode auserkoren das, was man hintereinander wegnehmen kann. Also ich nehme jetzt hier diesen Kontrakt an. Hier liegen die zahllosen Verdammten, deren Wert sich nur noch an jenem Gold bemisst, das sie in die Verdammnis führt. Wählt euer Ziel und tötet gut. Dann blättern wir das Buch durch. Ich zeige euch die Schuppen der Verachtung. Ein Reisender, der in Zischmir Zuflucht gesucht hat, ist für mich höchst ärgerlich. Ich habe dieser Lästigkeit gesagt, sie solle weiterziehen, aber sie besteht darauf, noch einen Monat zu bleiben. Das ertrage ich nicht. Bringt meinem Wesen die Gelassenheit zurück. Und den Kontrakt können wir dann annehmen. Die wechseln natürlich auch ständig, die Kontrakte. Man kann einmal täglich beispielsweise einen Kontrakt machen, aber wie gesagt, man kann sie auch hintereinander wegmachen. Ja, und wenn wir jetzt hier auf die dunkle Bruderschaft gehen, sind wir bereits auf Level 2, aber wir sehen, wir brauchen noch 40 Punkte, um in der Geschichte weiterzukommen. Wenn nichts geändert worden ist und wenn das noch so ist, ja, eben wie ich es kenne, dann bekommen wir, glaube ich, immer 5 Punkte pro Kontrakt. Das heißt, wir müssen einige Kontrakte, in diesem Fall jetzt 8 Kontrakte machen, damit wir dann auf das nächste Level hochkommen. Was auch wichtig ist, finde ich, hier immer die Punkte reinzusetzen in die Passive. Das erste Schimpfrei, Kopfgeld und erregtes Aufsehen, das durch einen Überfall oder Mord, zum Beispiel durch die Leinsklinge mit Zeugen, erhalten wurde, wird um 20% verringert. Da mache ich erstmal einen Punkt rein und... ja, da bleibt mir dann eigentlich nichts mehr übrig. Doch, hier rechts können wir noch mal kurz was lesen. Notiz von Astara. Ah, das ist dann für die nächste Quest. Nein, da bleibt mir wirklich erstmal nichts anderes mehr übrig, als mich für diesen Moment zu verabschieden. Und die Notiz, die werden wir uns dann in der nächsten Folge durchlesen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.